mal. So. Komm schon. Nächsten Raketen raus. Vogel kriegen wir noch. Wo ist der zweite? Scheiße, er ist noch hinter uns. Sollte aber auch gleich geklärt sein. Eigentlich bräuchte er bloß mal ein Looping machen oder so. So. Sehr schön, dass du vor uns fliegst. So. Los, nächste Raketen. Alter. Wie viele Flares hast denn du? Komm schon. Passt doch. Optimal. Ja, dreh das mal ein paar Runden. Alter, aber wie viel G-Kräfte so ein Pilot aushalten muss, der Hammer. Die ganze Grafik, als wenn man mit Google Earth darauf guckt. Naja, jetzt noch zu den nächsten News, was ich noch habe. Zu Skyrim. Ach okay, das sind zu Wartenschweine zugestoßen. Wartenschwein. Die Dinger heißen so. Oh, Zickkapsel. Jetzt muss ich doch erstmal das machen, bevor ich überhaupt zu ihnen an den News kommen kann. Okay. Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wann ich abschießen soll. Ach da. Alter, da. Perfekt. Da ist die nächste. So, immer gegensteuern, sodass er schön auf Erfassung bleibt. Und da ist der letzte. Komm, der letzte Schuss. Komm schon, bevor unser Vogel hier noch auseinanderbricht. Das ist ja meine Rakete. Perfekt. Optimal. Naja, jetzt. Die ganzen Funksprüche. C. Wo sind die Flugzeuge? Ach da. Optimal. Ist ganz schön schwer, das gegensteuern, weil er doch immer woanders hin will. Ups. Nee. Optimal. Ach, da ist noch eine. So. Naja, ich kann ja trotzdem labern. Ja, deswegen gibt es halt noch News zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Und zwar kommt da am 7. Juni 2013 eine Legendary Edition raus. Ja. Was beinhaltet die, fragt ihr euch bestimmt. Das ist ganz einfach, halt das Hauptspiel. Ja, Skyrim. Und mit, ja.
allen drei DSCs. Ist, ja, die sind da auch mit drin enthalten. Also hat man da praktisch komplett. Also hat man da praktisch den kompletten ja, Skyrim Collection in dieser Legendary Edition. Was gar nicht mal so schlecht ist. Ich glaube, ein Preis, glaube ich, stand noch nicht fest. Es sollte aber, ich denke mal, so 60, 70 Euro kosten. Denke ich mal schon. Obwohl, na, ich denke mal eher 60. Hauptspiel kostet 30, die anderen beiden DLCs auch nochmal so 15 oder so. Bei, na doch, 60 Euro? Ich denke mal, wird echt hinkommen. Okay. Okay. Kein Problem. Dauerbeschuss bereit. Okay, Angriffsfreigabe. Oh. Ja. Habe er trotzdem gut gekriegt, das ist optimal. Und das? Hä? Ah. Oh, sind das viele. Alter, die sind doch gleich tot, alle. Sag ich ja. Da waren noch welche. Zwei Leute sind abgehauen. Okay, zurück zum Schiff. Und ich glaube, ich muss niesen. Wieder einmal. Okay, das war das schon. Optimal, mal gucken, ob jetzt wieder eine Katze kommt. Oh. Optimale Landung. Perfekt. Nice one. Mission Operation Giulatoni. Oder Giulatin. Ach, was weiß ich, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Ich denke mal, jetzt wird nochmal eine Cutscene kommen. Und danach geht's weiter. Nette Geschichte, aber was soll das mit mir zu tun haben? Soll ich Sie Ihnen aufzeichnen, Mann? Al-Bashir war überhaupt nicht dort, deshalb sind Sie hingegangen. Soweit wir wussten, war er irgendwo in Teheran untergetaucht. Verstehe. Und bis zu diesem Zeitpunkt waren Sie der Ansicht, es gab keine Verbindung zwischen Al-Bashir und Solomon. Nur was das irakische Kurdistan angeht, da sah ich Solomon. Ich würde Sie gern was fragen. Al-Bashir war sowas wie deren Kennedy. Wir hätten ihn dort lassen sollen. Das waren Ihre Worte. Nein. Wessen sonst? Keine Ahnung. Und Sie haben auch keine Ahnung, wie Ihren befehlshabenden Offizier schoss. Lecken Sie mich! Vergessen wir nicht den Zweck unseres kleinen Treffens. Das ist keine Verhandlung. Sie sind schuldig und ich weiß, wie Ihre Geschichte endet. Wir sind nicht hier, um es aus ihm rauszuprügeln. Lass ihn. Unsere Anweisungen bezüglich seiner Behandlung sind völlig unmissverständlich. Ich will der Sache nur endlich auf den Grund gehen. Und zwar streng nach Vorschrift. Na schön.
Erzählen Sie uns, wie Sie die Bombe in Teheran fanden. So. Ja. Das war also jetzt nochmal zum Skyrim weiter. Ja, in der Legendary Edition ist halt auch noch ein. Ja. Eine große Karte halt von der Spielwelt, vom Skyrim. Also von der Spielwelt Skyrim. Beziehungsweise Himmelsrand heißt sie auf Deutsch. Ganz schön große Stadt. Allerdings. Noch keine Waffenlaster. Nee. Die Mühlen des Schicksals malen langsam. Okay, ja, dann gibt's natürlich noch den Schwierigkeitsgrad Legendär, glaube ich, hieß er. Und die ganzen, also das Hauptspiel und die drei DLCs sind, glaube ich, da stand drin, dass die halt auf den neuesten Stand sind. Praktisch die ganzen Updates, die bis jetzt gekommen sind, beziehungsweise bis zum Release kommen werden, sind darin enthalten. Ja, das war's erstmal. News weiß. Alle Misfit-Kennungen. Wir starten die Mission. Wiederhole. Mission startet. Sir, verstanden. Blackburn, nimm den Mörser. Los! 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 Ja, ich darf natürlich jetzt den Mörser tragen. So ein Hohlsinn. Aber irgendeiner muss es ja machen. Also von daher. Ja, das sind erstmal alle News, die ich weiß. Ich kann ja nächstes Mal, also bei der nächsten Aufnahme, wieder ein bisschen News raussuchen. Und euch wieder ein bisschen über die Spielewelt berichten, was da so Neues rausgekommen ist. Vielleicht wusste der ein oder andere das schon. Oder auch nicht. Das habe ich jetzt dafür übernommen, dass er aufgeklärt wurde. Vielleicht interessieren ihn die New oder euch die News auch gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann dazu keine wirkliche Stellungnahme, sag ich jetzt mal, geben, weil ich nicht weiß, was ihr mögt. Also was ich mal machen soll, News raussuchen oder halt so eine Spielauswertung ist natürlich auch blöd. Aber halt so eine News praktisch. Ob ich da denn sowas mit einbauen soll, da ich ja leider kein Feedback bekomme. Ist echt schade. Und dass YouTube halt so, ich sag jetzt mal, blöd geworden ist, dass sehr, sehr viele Abos gelöscht werden, die halt trotz Aktivität, ja, halt trotzdem gelöscht werden. Ich möchte gerne eine UMP noch mitnehmen. Das ist echt blöd, was YouTube da macht. Ja doch. Nehmen wir die M16 mit und eine UMP ist gar nicht mal so schlecht. Finde ich. Ich finde, die beiden Waffen sind eigentlich Hammer. Und mal kurz mal hinlegen. Da haben wir einen kleinen Clipping-Fehler. Grafikfehler. Aber naja,